Ich habe eine Funktion, von der Gott möchte, dass ich sie erfülle. Angenommen, du machst eine Ausbildung, und du willst unbedingt diese Ausbildung schaffen, weil du von ihr der Ansicht bist, dass du sie, ja, dass sie dich glücklich macht. Und in dieser Ausbildung, letztendlich ist es eine ganz einfache Ausbildung, es wird immer nur eine Sache verlangt von dir. Aber du machst jedes Mal das Gegenteil. Kannst du dann diese Ausbildung erreichen? Kannst du hierin Meisterschaft erlangen, wenn du jedes Mal das Gegenteil machst? Wohl kaum. Angenommen, du möchtest vom Bodensee nach Hamburg fahren und du gibst in deinem Navi exakt dieses Ziel ein und dein Navi führt dich sicheren Weges durch alle Staus, durch alle Unwägbarkeiten auf dem kürzesten Weg dahin. Und es sagt dir an einer bestimmten Stelle immer wieder, du sollst hier rechts abbiegen. Aber du biegst jedes Mal immer links ab. Kannst du denn jemals an deinem Ziel ankommen? Du biegst immer links ab. Obwohl das Navi ganz beständig, kontinuierlich, ohne dich zu beurteilen, immer wieder sagt, biege hier rechts ab. Du kommst nicht an deinem Ziel an. Angenommen, du möchtest in einer liebenden Beziehung sein. Du willst diesen Partner, mit dem du zusammen bist, in totaler, vollkommener, ganzer Beziehung sein. Und es wird dir gesagt, du musst nur das eine tun. Aber du tust immer das Gegenteil. Kannst du dann in einer glücklichen Beziehung sein, wenn du jedes Mal das Gegenteil tust? Und angenommen, du bist im Konflikt in einer Beziehung. Und es spielt keine Rolle, mit wem und wie groß dieser Konflikt ist. Vielleicht ist er nur klein, vielleicht ist er aus deiner Sicht ganz groß. Und es spielt keine Rolle, welchen Maßstab du hierfür anlegst. Und es wird dir gesagt, du musst nur diese eine Sache tun, um Frieden zu erlangen und um ein überaus glückliches Leben zu führen. Aber du tust es nicht, weil du Recht haben willst, weil du lieber links abbiegen willst, weil du lieber deinen Kopf durchsetzen willst, weil du lieber den Konflikt hast als die Lösung, weil du lieber Schmerzen erfährst als Heilung, weil du lieber Leiden wirklich machen willst, als alles Leiden zu beenden. So verhalten wir uns, wenn wir dem Plan des Ego folgen, das alle Dinge beurteilt, verurteilt, in allem Recht haben will mit seinen
Statements und Äußerungen, weil es Konflikt will, weil es Angst vor der Liebe hat und Liebe in jeder Form zurückweist. So verhalten wir uns, wenn wir glauben, unser eigenes Ding hier machen zu können. Und es gibt nicht ein Quäntchen Glück, dass wir mit unserem eigenen Kopf durch unser eigenes Denken erfahren können. Und heute wird dir erneut gesagt, hey, biege rechts ab, hier ist dein Weg. Hey, mache nur dies und nichts anderes. Von dir wird nicht erwartet, dass du ein erfolgreicher Mensch bist. Von dir wird nicht erwartet, dass du eine Situation verändern sollst. Von dir wird nicht erwartet, dass du die Welt retten sollst oder einen bestimmten Beruf ergreifen sollst. Oder nach Lösungen in der Welt suchen sollst. Von dir wird nur eines erwartet. Und das ist zu vergeben. In jeder Situation. Alles bietet dir eine Chance zu vergeben. Alles bietet dir eine Chance zu heilen. Und deshalb wird nochmals wiederholt, von dir wird nicht erwartet, irgendeine Situation, in der du dich befindest, zu verändern. Und von dir wird auch nicht erwartet, irgendwelche besonderen Pläne zu machen, die dich dann glücklich machen sollen. Nichts dergleichen ist vonnöten, damit du Heilung erfährst. Nichts dergleichen bringt dich ans Ziel. Alles, was du zu tun hast, ist die einzigste Funktion anzunehmen, von der Gott möchte, dass du sie erfüllst. Vergebung schaut sanft auf alle Dinge, die unbekannt im Himmel sind, sieht sie verschwinden und belässt die Welt als eine reine und unbeschriebene Tafel, auf der nun Gottes Wort die sinnlosen Symbole ersetzen kann, die zuvor dort aufgeschrieben waren. Vergebung ist das Mittel, durch das die Angst vor dem Tod überwunden wird, weil er jetzt keine grimmige Anziehung mehr ausübt und die Schuld vergangen ist. Vergebung lässt den Körper als das wahrgenommen werden, wie er ist, eine einfache Lernhilfe, die abgelegt wird, wenn das Lernen vollständig ist, aber den, der lernt, in keiner Weise ändert. Die leere Tafel, ja, deine Tafel ist vollgeschrieben, voll mit Geschichten. Eine Litfaßsäule, voll mit Geschichten. Werbeplakate draufgeklebt und dieses Werbeplakat und jenes Werbeplakat. Und so wird diese Litfaßsäule immer dicker und dicker und dicker. Voller Geschichten.
Lass alle Geschichten los. Lass durch die Vergebung jedes Werbeplakat abstreifen, sodass du zu einer Lichtfasssäule wirst, sodass du zu einem Lichtträger wirst, damit die Leinwand, die du beschrieben hast, durch jedes Mal, wenn du vergibst, klarer wird, schöner wird, deutlicher wird. Der Geist ohne Körper kann keine Fehler machen. Er kann nicht denken, dass er sterben wird und kann auch keinen erbarmungslosen Angriff zum Opfer fallen. Ärger wird unmöglich. Und wo ist dann der Schrecken? Kannst du in Schrecken sein ohne Ärger? Du musst dich immer ärgern, um dich selbst in Schrecken zu versetzen. Du musst immer Angst haben vor irgendetwas. Der reine Geist kann sich nicht ärgern. Und du bist reiner Geist. Welche Ängste könnten denjenigen noch befallen, die die Quelle allen Angriffs, den Kern der Qual, den Sitz der Angst verloren haben? Nur die Vergebung kann den Geist vom Denken befreien, dass der Körper sein Zuhause ist. Nur die Vergebung kann den Frieden wiederherstellen, den Gott für seinen heiligen Sohn bestimmt hat. Nur die Vergebung kann den Sohn dazu bewegen, wieder auf seine Heiligkeit zu schauen. Ist der Ärger vergangen, so wirst du in der Tat wahrnehmen, dass für die Schau Christi und die Gabe des Sehens kein Opfer gefordert und nur Schmerz von einem kranken und gequälten Geist genommen wurde. Ist dies nicht willkommen? Ist dies zu fürchten? Oder ist es zu erhoffen, dankbar zu begrüßen und freudig anzunehmen? Wir sind eins und geben daher nichts auf. Aber uns ist fürwahr alles von Gott gegeben worden. Wir brauchen aber die Vergebung, um wahrzunehmen, dass es so ist. Was ist denn Vergebung? Was ist Vergebung? Vergebung ist zum Beispiel, ich befinde mich in einer Situation, die mich zusammenzucken lässt, wo ich einen Brief öffne, wo ich wieder mit einer Person zusammenkomme, die mich in Ärger versetzt, wo ich in Situationen bin, mit denen ich nicht zurechtkomme. Was ist Vergebung? Vergebung ist zum Beispiel, ich will den Frieden Gottes. Ich will nur den Frieden Gottes. Oder ich will die Freuden Gottes anstatt Schmerz. Ich erzähle mir nicht mehr die alte Geschichte, die aus der Vergangenheit kommt und mit dieser Situation zusammenhängt, sondern ich erzähle mir etwas Neues. Ich will mich etwas Neues lehren. Ich will Vergebung praktizieren. Ich bin das Licht der Welt. Frieden heilt diese Situation. Licht und Freude ist in Wahrheit mein. Dies sind Gedanken, die ich anwenden kann und noch viele, viele mehr. Wenn du diesen Kurs in Wundern aufschlägst, wirst du noch viele Vergebungslektionen finden. Es ist ein Mittel, um dich zu erinnern. Und irgendwann kommt der Tag, dann brauchst du dieses nicht mehr, weil du es bist. Du hast dich gelehrt,
dass du die Freude Gottes bist. Und wenn du dich das gelehrt hast, ist die Vergebung als Werkzeug bedeutungslos. Aber bis dahin wird nur dieses von dir verlangt, dass du die Worte, die dir gegeben wurden von Gott, anwendest, die Gedanken verwendest, um in ein neues Handeln und um in ein neues Denken zu gelangen. Und wer neu über die Situation denkt, kann nicht mehr die alten Erfahrungen machen und die Situationen, die auch über Jahrzehnte vielleicht statisch in deinem Lebensentwurf vorhanden waren, werden geheilt. So machtvoll bist du, wenn du die Schöpfung wieder durch dich wirksam werden lässt, weil du eins mit dem Willen Gottes, weil du durch die Lektionen dich wieder als eins mit dem Willen Gottes erfährst, wird all das, was dich beschwert, geheilt. Und du willst nur noch dem Navi folgen. Und jede neue Kurve, jeder neue Tag, jeder neue Lebensabschnitt wird als etwas Willkommenes begrüßt. Du hast keine Angst mehr davor, weil du ein Mittel bei dir hast, das dich leicht und sanft ans Ziel führt. Es ist die Vergebung. Und deshalb halte niemanden mehr gefangen in deinen Ideen. Befreie statt zu binden, denn so wirst du befreit. Der Weg ist einfach. Jedes Mal, wenn dich ein Stich des Ärgers trifft, sei dir klar, dass du ein Schwert über deinen Kopf hältst und es wird fallen oder abgewendet werden, je nachdem, ob du beschließt, verurteilt oder frei zu sein. So stillt ein jeder, der dich zum Ärger zu verleiten scheint, deinen Erlöser aus dem Kerkerhaus des Todes dar. Und also schuldest du ihm Dank statt Schmerz. Sei heute barmherzig. Gottes Sohn verdient dein Erbarmen. Er ist es, der darum bittet, dass du jetzt den Weg der Freiheit annimmst. Verweigere es ihm nicht. Die Liebe seines Vaters zu ihm gehört dir an. Deine Funktion hier auf Erden ist nur, ihm zu vergeben, damit du ihn wieder als deine Identität akzeptieren mögest. Er ist, wie Gott ihn schuf, und du bist, was er ist. Vergib jetzt ihm seine Sünden, und du wirst sehen, dass du mit ihm eins bist. Ja, diese Aufgabe ist doch leicht zu erfüllen. Diese Aufgabe macht das Sinn. Und deshalb sei nicht mehr der Gefängniswärter deiner eigenen Ideen. Denn ein Gefängniswärter ist auch nicht frei. Er sitzt mit dem anderen im Gefängnis, weil er aufpassen muss, dass er nicht entkommt. Entscheide dich heute für den Christus in dir, der alles frei lässt, nichts mehr verändern will, sondern sich erinnert an seine Einheit mit Gott. Und das Mittel, der Schlüssel, ist die Vergebung.